Hallo und herzlich willkommen zurück zu Disney Dreamlight Valley. Ja, in der letzten Folge habe ich gesagt, wir schauen uns mal im Schloss um. Ach so, dafür brauchen wir aber auch diese Sternendinger. Ja, wir sollten das tatsächlich machen. Ich habe nämlich jetzt so viel gesammelt nebenbei, also zufällig mehr, dass ich genau die 7000 hätte, damit ich links den Bereich frei machen könnte. Das Problem ist, ich weiß halt nicht, was hier drin ist. Betreten für 3000, betreten für 3000. Ich meine, das sind immerhin zwei Leute, die wir noch zu uns holen können. Ja, das sieht so magisches Portal und das ist eher Natur. Normalerweise würde ich das magische Portal nehmen, aber ich stelle mich mal zur Natur hin. Da bist du ja. Benutze dein Dreamlight, um diese Tür zu öffnen. Drinnen wirst du, ach, einem kleinen, wortkargen, aber sehr charmanten Roboter begegnen. Ja, komm. Sehr beeindruckend. Du kannst jetzt die Welt eines cleveren kleinen Kerls namens Wally E. besuchen. Ich lüpfe meinen Hut, obwohl ich es vorziehe, ihn aufzulassen. Ja, aber das machen wir auch nochmal Jetzt frei komm hier. schon, uns erwartet viel Arbeit. Ah, die brauche ich sogar für meine Quest, für meine Event-Quest. Hinter dieser Tür wirst du einen sonnenbeschienenen Ozean mit tropischen Inseln, einen charismatischen Halbgott und eine junge Frau finden, die eine sehr geschickte Seefahrerin geworden ist. Lass uns die Tür öffnen. Prächtig, absolut großartig. Du hast die Welt von Vajana geöffnet. Und Ich jetzt hinfort mit dir. weiß. Es gibt viel zu tun, viel zu tun. Eigentlich hätte ich das schon an diesem Symbol erkennen müssen, aber naja, stimmt. Und das ist die Pflanze von Wally. Ah, ich verstehe. Ja, es tut mir leid, liebe Leute, aber wir müssen dringend nach Vajana ins Reich. Da ist sie, Vajana. Hi. Hallo, ich bin Vajana von Motuni. Nui, wie auch immer. Sind wir uns schon einmal begegnet? Ich komme von einem Ort namens Dreamlight Valley. Mein Tal ist von seltsamen dunklen Dornen überwuchert. Ich brauche deine Hilfe. Du musst mit mir dahin. Okay, nee, mein Tal ist überwuchert. Probleme mit Pflanzen, hä? Hast du eine Göttin verärgert? Aus diesem Grund hatten wir vor nicht allzu langer Zeit ein großes Problem. Ich habe das Gefühl, dass du meine Hilfe brauchst. Und ich würde dir wirklich gerne helfen. Aber ich habe Dinge, die ich zuvor erledigen muss. Ich bin auf der Suche nach ergiebigen Fischgründen im Ozean. Jetzt, wo meine Leute wieder Seefahrer sind, können wir mehr Gelegenheiten zum Fischen finden. Hey, wenn du mir dabei helfen willst, habe ich Zeit, dir zu helfen. Klar? Großartig. Wir sollten damit beginnen, mein Kanu zu reparieren, damit es für eine lange Reise bereit ist. Wir werden dafür etwas Holz und geflochtene Blätter brauchen. Wir könnten Seide verwenden. Seide? Ich habe doch gar keine Seide. Das ist eine Art Stoff, der ein tolles Segel abgeben würde. Mach dir keine Sorgen, ich kümmere mich um alles. Oh, danke. Oh, eine Sache noch. Seit einem Sturm befinden sich einige Trümmer am Riff. Diese könnten das Kanu beschädigen, wenn wir losfahren. Aber ich wette, Maui kann helfen. Hast du ihn gesehen? Er ist hier irgendwo. Auf Wiedersehen. Die hat aber eine komische Stimme, muss ich sagen. Das sind wahrscheinlich die Bretter, von denen sie gesprochen hat. Bananen können wir auch direkt nochmal mitnehmen. Ein bisschen buddeln tut uns auch gut. So, was haben wir hier? Oh, nichts großartig. Können wir die mitnehmen? Nee. Okay. Ah, hier sind nochmal Bretter. Wir buddeln im Sand oder auch nicht, weil sie es nicht möchte. So. Schauen wir mal. Und schon wieder was zu buddeln. Ich glaube, ich lasse die direkt mal draußen. So, ist das schön, ist das schön, ist das schön. Ich habe Vajana gefunden. Was bist du denn? Du bist eine Muschel, aber man kann nichts mit dir machen. Okay. Da ist noch was zum Buddeln. Schwuppdiwupp.
was bist du denn? Kokosnuss, wie geil. Ah, Monster. Ich bin mir immer noch nicht sicher. Ich glaube, es ist Monster AG. Es könnte aber natürlich... Ach so, steht ja auch hier Monster AG. Haha. Ich wollte gerade noch sagen, es könnte theoretischerweise auch die Monster Academy sein. Aber nein, es ist definitiv die Monster AG. Haben wir gerade festgestellt. So, was haben wir hier drin? Ein Wollknäuel. Okay. Das ernten wir auch. Die müssen wir dann auch mal ein bisschen zusammenstellen hier. Damit man die Sachen besser ernten kann. Da haben wir doch wieder etwas Schönes. Übrigens, für jede Menge Geld, muss ich sagen, hatte ich vor der letzten Folge, hatte ich mir mein Inventar übrigens noch vergrößert. Das habe ich total vergessen zu sagen. Jo, Strandshorts. Naja gut, hier kann man sie natürlich gut gebrauchen. Was ist das denn? Ach, Maui! Ich wollte gerade sagen, was ist das denn für eine komische Statue? Okay, hier ist sonst, glaube ich, doch, hier ist noch was zum Ernten. Maui, altes Haus. Hallo. Lass mich raten, du bist Vajanas neue Helferin, richtig? Ja. Ich schätze, sie hat mir von dir erzählt, dass ich Maui bin. Ja, wir brauchen Hilfe. Aha. Oh, ich verstehe. Du kommst zu einem Halbgott, damit er deine Probleme löst. Hm. Weißt du überhaupt, was für großartige Sachen ich bereits für die Menschheit gemacht habe? Okay, wenn du dir die Zeit genommen hast, dich über meine legendärsten Heldentaten zu informieren, werde ich dir vielleicht helfen. Gern geschehen. Ich kann doch, ich weiß es doch alles. Maui hat immer Zeit für seine Fans. Ehrlich gesagt brauche ich eine Pause. Was soll ich machen? Arbeite an deinem Wissen über Maui, Gameplayerin. Es wird einen Test geben. Okay, ich bin raus. Okay. Ich hoffe, ich kriege das noch alles zusammen. Ehrlich gesagt. Oh, was ist das denn? Hallöchen. Ach, das ist verlassen. Oh. Das ist natürlich doof. Verlassen wollte ich eigentlich nicht. Ja, das ist jetzt irgendwie ein bisschen blöd, weil wir kommen nicht weit. Ach so, Moment. Vielleicht kann sie uns hier helfen. Hallo. Hallo, Gameplayerin. Wie läuft's mit Maui? Er ist toll. Nee, er sagt, er will mich testen. Über ihn. Oh, ist er das? Das klingt nach ihm. Nun, keine Sorge. Ich werde dir alles über Maui erzählen. Maui, Formwandler, Halbgott des Windes und des Meeres, Held der Menschheit. Vergiss diesen Teil nicht. Oh, und er hat einen magischen Angelhaken, mit dem er sich in verschiedene Tiere verwandeln kann. Ach, das war durch einen Angelhaken? Ich weiß es gar nicht mehr. Es gibt eine Menge Geschichten über ihn. Ich glaube aber, dass er seine Lieblinge hat. Damals vergrub er Aaldärme, die zu einer Kokospalme heranwuchsen. Ich glaube, das ist alles, was du über Maui wissen musst. Komm einfach wieder. Ich bin definitiv hier. Das ist nett, aber ich habe die Hälfte schon wieder vergessen, wenn ich jetzt ehrlich bin. Es liegt an der späten Uhrzeit und es liegt auch daran, dass ich immer noch krank bin. Ich bin wieder da. Hey, wieso hat das so lange gedauert? Weil du gesagt hast, dass du eine Pause brauchst. Mal sehen, wie viel du über meine mein Lieblingsthema weißt. Mich. Ah. Erste Frage. Wie lautet mein offizieller Titel? Formwandlung und so weiter. Das ist richtig. Die meisten vergessen den letzten Teil. Gute Arbeit. Aha. Nächste Frage. Was habe ich, Held der Menschheit, vergraben, um Kokosnussbäume wachsen zu lassen? Das war irgendwas mit Aalen. Aale, ja. Haha! Ja, ich muss zugeben, ich war etwas überrascht, als das passierte. Ich weiß nicht. Aber warum sollte man sich gegen diese Ergebnisse stellen? Vor allem, wenn sie köstliche Kokosnüsse beinhalten. Aha. Mal sehen, ob du alle Fragen richtig beantworten kannst. Letzte Frage. Welche Macht erhalte ich durch meinen Angelhaken? Ach, das ist leicht. Das Formwandeln, genau. Schwimmen kann er dadurch theoretischerweise auch. Fliegen kann er dadurch theoretischerweise auch. Aber im Endeffekt ist es das Formwandeln. Haha! Ja! Du, meine Freundin, hast den Maui-Test mit Bravour bestanden. Schön, einen Fan zu treffen. Aha. Was brauchtest du? Kannst du mir dabei helfen, die Trümmer vom Strand zu entfernen, damit ich Vajanas Kanu frei bekomme? Ja! Sicher. Gib mir die Spitzhacke, die du da hast. Ich mache sie so stark wie meinen Haken. Okay. Wow. Hier, bitte. Ein Geschenk von einem Halbgott. Jetzt geh und befreie das Kanu.
Heißt das eventuell, ich kann diese... Dankeschön. Heißt das eventuell, ich kann diese bunten Dinger da auch wegmachen? Oh, das wäre so geil. Wo ist denn jetzt das Kanu hier? Wenn man das Kanu nennen kann. Ich dachte jetzt eigentlich, sie meint ein richtiges Kanu. Wie erkunde Wolli Is Reich? Hä? Ich bin doch noch ganz woanders. So. Ich muss noch ein Holzstück finden und eine Seide. Fällt mir gerade auf. Befreie Vajanas Kanu, indem du die Trümmer dahinter entfernst. Welche Trümmer meint er denn? Ach so, doch, die? Kann ich da ins Wasser gehen? Ach so. Okay, perfekt. 2, 3, 4. Doch, geh weiter. 5, 6, 7, 8. Das sind alle. So. Aber irgendwo sollen wir hier theoretisch noch einmal Seide finden und ein Holzstück. Ich weiß nicht, ob wir jetzt so lange warten müssen, bis das nochmal spawnt. Ich hoffe aber, dass nicht. Kann man hier vielleicht... Im Wasser kann man ja auch nichts finden, ne? Was ist denn hier, was ich... Noch nicht so richtig gucken, aber hier kann ich noch was ausgraben, sehe ich gerade. Aber das sind halt nicht die Sachen, die ich suche. Hier vorne ist noch was. Perfekt. Die Frage ist, wo finde ich jetzt noch einmal Seide? Hä? Doch gerade was ausgebuddelt. Ah, ist das Seide? Ach, das soll Seide sein. Okay, verstehe. So, möchtest du es weitergeben? Ja. Woo! Hey! Ich danke dir. Das ist genau das, was ich brauchte. Wir sind bald bereit zum Aufbruch. So gut. Cool. Vajana, ich liebe deinen Film. Was soll man jetzt machen? Hallo. Kann ich dir helfen, Gameplayerin? Komm einfach wieder. Ich bin definitiv hier. Das ist schön, aber ich wollte eigentlich mit dir reden. der große Maui. Erzähle Maui von deinen Heldentaten. Ach so, vielleicht können wir dann erst weitermachen. Voll die Heldentat, die ich hier gemacht habe, echt. Ey, ich bin kein Halbgottgroßer, aber ich habe auch voll die Heldentaten gemacht. Hallo. Nun, du hast es geschafft, ja. Gameplayerin. Nicht annähernd so fantastisch wie mein Kampf mit Tamator, aber naja, du bist auch nur ein Mensch. Maui, ich hoffe, dass ich eines Tages so cool sein werde wie du. Naja, so richtig cool ist er ja eigentlich nicht. Er hat ein ziemlich aufgeblasenes Ego, das stimmt schon. So stark sein werde wie du. Ach, eher nicht. Aber du kannst weiter träumen. Vielleicht werden deine Taten fast genauso legendär wie meine. Geh jetzt und hilf Vajana mit ihrem Fischding. Ja! Das Ding nennt sich Kanu, Maui. Kanu. Also zumindest hat sie es so genannt. Ich würde es jetzt nicht so nennen. Ich würde es einfach Floß oder so nennen. Oder von mir ist auch Boot. Hallo! Okay. Die Sturmtrümmer sind beseitigt und mein Kanu ist bereit. Siehst du die Linie, wo der Himmel auf das Meer trifft? Ich wollte schon immer dorthin segeln. Ich kann es kaum erwarten, mit dir zu segeln. Wenn du so bist wie ich, wirst du es lieben. Hey! Okay, lass uns an Bord meines Bootes gehen. Jetzt sagt sie Boot. Und ein bisschen Spaß auf dem Meer haben. Ich finde das gerade total... Ich finde das überhaupt total geil. So diese... Ja, eigentlich sind es ja keine Storys, sondern eher neue Storys mit alten Bekannten. Oh, ich finde das so genial. Oh! Ein Mantarochen. Hallo! Jetzt, wo wir auf dem Meer sind, möchte ich dir etwas zeigen. Als ich am Kanu gearbeitet habe, habe ich das hier zwischen den Planken gefunden. Ich weiß nicht, wie es dorthin gekommen ist oder was es ist. Es sieht aus wie eine Karte, aber nichts darauf kommt mir bekannt vor. Könntest du einen Blick drauf werfen? Danke. Gerne. Wie komme ich denn da rein? Achso, hier. Ja, das ist doch ganz eindeutig.
Das hat was mit Wolken zu tun und mit Felsen und mit Schiffen, die untergehen und Schiffen, also das ist ihr Schiff und so weiter, ne? Du hier, großartig, denn wir haben viel zu tun. Ich habe keine Ahnung, was du gemacht hast, aber jetzt verstehe ich sie. Sie zeigt die verschiedenen Bereiche des Meeres in der Nähe der Insel. Ja, habe ich doch gerade erklärt. Die ergiebigen Fischgründe werden weiter draußen sein. Aber sieh nur, ein dichter Nebel versperrt uns den Weg. Wir müssen etwas finden, womit wir sicher passieren können. Etwas, was uns den Weg erhält. Ich sehe mich mal um. Der Karte zufolge befinden wir uns im Süden, in der Nähe des Nebelrandes. Es sieht so aus, als gäbe es noch ein paar andere Orte, die markiert sind. Das hier sieht so aus wie die Felsnadeln im Nordwesten und die kleinen Inseln im Nordosten. Ein Korallenriff im Südwesten und ein Schiffswrack im Südosten. Warum wählst du nicht aus, wo wir als erstes suchen? Ich habe das Gefühl, dass du etwas finden wirst, das uns den Weg beleuchtet. Bis bald. Achso, muss ich wieder die Karte öffnen? Nee, die habe ich nicht mehr. Okay. Also erstens, warum ist das jetzt schon wieder drin? Weil ich will ja das als aktive Aufgabe haben. Suche in den verschiedenen Bereichen des Ozeans nach etwas, das den Weg... Ja, toll. Oder muss ich auf die Karte? Nee, die Karte hilft uns auch nicht. Da ist grün so ein bisschen. Ich kann auch nicht ins Wasser, ne? Nicht, dass ich hier gleich runterstürze. Ja. Ich bin jetzt ein bisschen irritiert, ehrlich gesagt. Hey! Keine Angst, der Ozean ist mein Freund. Ich bin Segler. Wohin sollen wir als nächstes segeln? Toll, ich dachte, ich muss mir hier irgendwas... Oh, irgendwas, was uns den Weg freiräumt. Ich würde mal sagen, also wahrscheinlich ist das Schiffswrack jetzt das Richtige. So Korallenriff würde ich gerne sehen. Wir fangen mal oben an. Das Schiffswrack klingt gut für mich. Toll, lass uns später reden. Ja, lass uns später reden, kein Thema. Wieso ist es jetzt dunkel? So. Kann ich jetzt schon mit dir reden? Kann ich hier irgendwie... Ich kann ja nichts machen, ne? Da ist aber nichts dran, glaube ich, was wir jetzt machen können. Du hier! Großartig! Denn wir haben viel zu tun! Ich bin bereit zu segeln. Ich habe noch ein paar Fragen, genau. Wolltest du mich etwas fragen? Was machen wir nochmal? Ich weiß nicht, wie man sieht. Nee, vergiss es einfach. Okay. Lass uns hier bleiben. Ich bin Segler. Wohin geht's, Gameplayerin? Ja, jetzt würde ich mal sagen, zum Korallenriff. Das Korallenriff. Los geht's. Komm einfach wieder. Ich bin definitiv hier. Ich will nicht wiederkommen. Also, schon. Oh, da ist was. Du hast eine Fackel gefunden, die den Weg erhält. Bringt uns das denn irgendwas? Na ja, gut. Geben wir mal. Ach so. Ja, wegen dem... Ja, ich verstehe. Ich verstehe. Hey. Du hast deine Fackel gefunden. Das ist fantastisch. Sie wird uns helfen, den Weg zu erhellen. Lass uns zurück zum Rand des Nebels fahren. Ich werde sie auf dem Kanu befestigen, während wir segeln. Auf Wiedersehen. Was heißt denn hier auf Wiedersehen? Wir sind doch noch nicht fertig. Hallo. So. Ich bin bereit zu segeln. Lass uns durch den Nebel segeln. Okay, wir sind bereit. Auf in den Nebel. Die Fackel, die wir gefunden haben, wird die Nacht und das Meer erhellen. Bis bald. Okay, wir haben hier mehrere Inseln. Hey! Ich bin bereit zu segeln. Ja, das ist toll. Im Wasser bewegt sich etwas. Ich glaube, es könnte der Fisch sein, nach dem wir suchen. Versuche, einen zu fangen. Komm einfach wieder. Ich bin definitiv hier. Ich auch, wie du siehst. Nein, ich komme nicht so weit, hä? Ach so. Ich schwebe zwar irgendwie so leicht über dem Wasser. Ich darf wieder nicht reden, wenn ich angel. Weil ich nämlich sonst komplett verhaue. Es tut mir leid. Albino-Thunfisch. Wollten wir den holen? Keine Ahnung. Möchtest du weitergeben? Ja. Ich kann den auch behalten, aber ich glaube, dann bleibe ich für ewig hier. Hallo. Du hast einen Fisch gefunden. Das bedeutet, dass es ein guter Ort ist für meine Leute sein wird, um unsere Vorräte aufzufüllen. Vielen Dank für deine Hilfe, Gameplayerin.
Wenn du willst, kann ich jetzt mit dir dein Tal besuchen. Du brauchst einen Ort, an dem du leben kannst. Einen Ort, der sich vertraut anfühlt. Das wäre schön. Ja. Ich werde zur Insel zurücksegeln. Hol mich, wenn du bereit bist. Bis bald. Ja, die Frage ist, drücke F, ach so, um auf die Möbel zuzugreifen, die Sorge dafür, dass Vajana sich im Dorf wohlfühlt. Also ich muss dann erstmal zurück, aber wo setze ich sie dann quasi hin? Die Frage, also, ich bin gerade leicht überfordert. Also theoretischerweise, ja, ist ja gut, ich streichel dich nochmal kurz. Bleib da nochmal stehen hier, so. Theoretischerweise müsste ich sie ja irgendwo an den Strand. Ach so, nee. Können wir das nehmen hier unten? Das war ja auch. Sonst haben wir nur noch da oben die Grotte. Ha, wir probieren jetzt mal was aus. Ich will wissen, ob das jetzt funktioniert. Hallo? Nein! Ihr Arschlöcher. Moment. Möbel. Vajanas Unterkunft. Jetzt darf ich auf einmal wieder scrollen, okay? Okay, also wir müssen sie auf jeden Fall irgendwo am Meer platzieren. Das Problem ist, dass hier natürlich Ursula auch keucht und fleucht. Aber hier ist so eine schöne Insel. Eigentlich wäre das doch für sie richtig toll. Gegenstand drehen. Das ist aber nur das Drehen. Hier ist sogar ein kleines Kanu. Theoretischerweise müsste ich sie hier hinstellen können. Ich meine, ich kann es ja später immer noch ändern zur Not. So. Problem ist, es kostet jetzt wieder wahnsinnig viel Geld, wetten. Ich kenne ja Dagobert. Ich habe es jetzt extra mal hingestellt, weil hier rechts auch was zum... Also so ein Kanu oder irgendwas. Einen schönen Tag noch. Ich verstehe nicht, worauf du noch wartest. Bezahle die Gebühr und Dach- und Bauunternehmen wird ein Haus nach Maß für Bewohner von Motunui bauen. 2000 Ich freue mich schon darauf, Vajana im Dorf zu haben. Als große Abenteurerin hat sie sicher viele Geschichten zu erzählen. Heiße Vajana, willkommen. Ein Selfie. It's Selfie Time. Ja, it's Selfie Time. Nur speichern, genau. Zack. Ja. Hey, ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Ich weiß. Hey. Das ist es also. Dies ist dein Zuhause. Mm. Es ist so... schön, komisch, kaputt. Auf jeden Fall. Aber es sieht so aus, als gäbe es noch eine Menge zu tun. Ich bin froh, dass du mich hergebracht hast. Ich schätze, dass ich helfen kann. Ja, und wir gehen jetzt mal zusammen. Nicht zum Strand, so wie es aussieht. Ein Festmahl, das eines Halbgotts würdig ist. Och, sie ist am Tanzen. Oh, sie ist am Tanzen. Den alten hawaiianischen Tanz. Ah, oh, das müssen wir uns mal kurz angucken. Ich nein, nicht abhauen. Glück. Meine nein. Nachbarn sind toll. Kann ich nochmal mit dir quatschen? Warte mal. Sieh dir nur diese Sterne an. Da bekommt man richtig Lust, auf den Ozean zu sein, oder? Ich habe etwas für dich. Haben wir hier irgendwas für sie? Nee, Karpfen habe ich auf jeden Fall. Wo sind eigentlich die Fische? Ach so, die musste ich halt abgeben, ja. Orangefarbenes Sumpfkraut. Sumpfmilchkraut. Das müsste ich eigentlich haben. Orangefarbenes Sumpfmilchkraut.
Wie ist das Essen auf Motu, Dingsbums? Hast du jemals über Kokosnüsse nachgedacht? Ich meine, denkst du wirklich über sie nach? Ja. Das hast du? Oh. Nun, was hältst du von Kokosnüssen? Sie sind nützlich? Sicher, sie sind nützlich. Wir nutzen die Fasern und Blätter. Wir trinken das Wasser und essen das Fleisch. Aber es gibt noch mehr im Leben als Kokosnüsse, oder? Ja, das stimmt. Danke. Versteh mich nicht falsch. Ich bin dankbar für Kokosnüsse. Aber von Kokosnüssen allein kann man nicht leben. Man muss auf Erkundungsreise gehen und herausfinden, wer man ist. Warte, du weißt, dass ich Kokosnüsse nur als Metapher benutzt habe, oder? Lustig. Okay, dieses orangefarbene Dingsbumskraut, da wollten wir jetzt mal eben nachgucken. Wahrscheinlich ist das jetzt, wenn ich das überhaupt habe, draußen. Ah, hier ist kein Zeichen dran. Und das ist ein rotes... Moment. Orangefarbenes Sumpfmilchkraut. Das ist das doch, oder nicht? Aufteilen. Zack. War das jetzt ein anderes? Weil da stand jetzt nicht drin, dass das für sie ist. Ah, jetzt ist er wahrscheinlich wieder weggelaufen, ne? Nehme ich mal stark an. Ach, sie hat... Das ist jetzt nicht dein Ernst, dass sie sich jetzt hingelegt hat. Das ist nicht dein Ernst. Ich wollte die Folge mit ihr machen und jetzt pennt die einfach. Nein, das ist mir doch egal. Och Mann, aber wir können das auch nicht verbessern, sehe ich gerade, ne? Also wir können das nicht irgendwie... Es kommt hier raus und guckt hier direkt auf die Grotte drauf. Ist vielleicht auch ein bisschen seltsam. Ja, aber ich habe gedacht, das wäre hier irgendwie ganz cool. Vielleicht kann sie das ja reparieren hier. Achso, habe ich gar nicht gesehen. Vielleicht kann sie das ja hier reparieren. Wir könnten sie vielleicht ein bisschen näher... Wir könnten das Ding vielleicht umdrehen, ne? Dass sie zum Wasser guckt. Das wäre vielleicht schöner, oder? Ja, das müssen wir nochmal eben machen. Moment. Nehmen wir das und drehen das einmal. Dann setzen wir es auch ein bisschen mehr zurück. Geht das? Ja. So, wenn sie rausgeht, dann kann sie direkt das Meer sehen. Und dann freut sich Vajana. Und wo ist ein bisschen eng hier gemacht. Ja, ich bin ein bisschen traurig, ehrlich gesagt, dass ich jetzt mit der Spitzhacke nicht diese Dinger hier wegmachen kann. Aber gut. Maui scheint verärgert, dass Vajana ihn verlassen hat. Du beschließt, mit ihm zu reden. Ja, das würde ich sagen, setzen wir mal als aktive Aufgabe. Aber da wir jetzt schon wieder fast eine halbe Stunde haben, würde ich einfach mal sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen und die Sache mit Maui in der nächsten Folge machen. Bis dann. Ciao.